So, das hätten wir erledigt. Dann zurück zur Erde. Und da die ganzen Assassinen-Sachen durchtickern lassen, ja. Target is down. They won't be Pew. causing us any more problems. Sehr schön. Die müssen auftanken. So, die Flotte. Hat das eine Schiff jetzt zerstört und dann bleibt noch Phobos, wo wir gerade dabei sind, die Academy-Leute so zu bashen, ne? Da ist eine Mini-Flotte. Die können wir abfangen. Ich kann hier nichts einstellen. Okay. Kann eventuell abhauen. Ja, soll sie ruhig. Ist okay. Engage. Und jetzt kann wieder unser eine Schiff da hinterher fliegen. Nee. Ihr habt alle noch genug Sprit, ne? Wir haben noch genug Wasser. Dann probieren wir es einfach so. Und wenn der jetzt abhaut, haut er ab und hat er weniger Sprit. Wir konnten sie einholen. Ja, okay. Perfekt. Confirm. Einklappen. Alle Target. Go. Plus, 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 plus. Super Taktiken hier, ich weiß. Ihr nehmt den Gegner ins Ziel und dann fliegt ihr auf den zu, zielt und schießt. Ja, genial, ich weiß. Aber ich mache es jetzt lieber so, anstatt im Auto-Resolve, weil das Auto-Resolve ist manchmal echt unberechenbar. Wobei der Kampf letztes Mal auch unberechenbar war. Ich hätte echt nie gedacht, dass wir das packen. Mit irgendeinem Lucky Shot, den er gecrittet hat. Warum bist du hier so komisch schräg? Oh, Raketen. Das sieht nicht gut aus. Ja, wobei doch das ganze Spamfire da ist, okay. Das ist dann doch wieder ein Vorteil, wenn man teilweise noch sehr alte Maschinen dabei hat. Die haben dann teilweise noch die Autocannons drin und so. Das sind viele verschiedene Arten von Waffen, die dann Sperrfeuer geben. Mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Schussfrequenzen. Blutige Nase, Antrieb ist beschädigt. Und macht Puff. Jo. Destroyed. Close. So, jetzt können wir theoretisch hier noch auf Phobos. Bist du gerade aktivierbar noch? Nee, du bist noch am irgendwie dich fangen. Ja, die sind jetzt aktiv. Close. Ihr würdet jetzt ganz gerne die. Wo ist die Basis? Das Ding da. Du hast ein Point Defense. Und das war's. Ich probiere es jetzt. Wir haben jetzt fünf Schiffe. Vier Schiffe. Und die bombardieren jetzt mal von oben. Das heißt, das Point Defense hat hoffentlich nicht so viel Schaden bei uns. Lock Base. High Level Bombardment. Continue. Und dann müssen wir jetzt eigentlich darauf achten, wie viel Schaden wir nehmen und dann rechtzeitig so zurückziehen. Oder wie funktioniert das jetzt? Wahrscheinlich auch in Runden, alle x Tage wird dann einmal berechnet. Warum zeigst du mir wieder das hier? Ich will die. Bisher nichts beschädigt. Wir können nicht explizit sagen, geh auf Point Defense zuerst, ne? Nichts beschädigt, nichts beschädigt. Das gefällt mir nicht. Oh doch, da, Destroyed Module. Nichts bei uns.
Destroyed Module, Destroyed Module. Also ich glaube, High-Level-Bombardment war genau das Richtige. Baut irgendwelche neuen Sachen, weil sie zerstört wurden. Wir haben alle einen auf die Nase bekommen. Das ist okay. Klaus fliegt jetzt bitte nach Hause zur Mars-Tankstelle. Ja. Dann können sie alle repariert werden. Wir haben aber trotzdem schon ein paar Sachen bei denen zerstört. Low Mercury. Habt ihr irgendwas vor? 447. Wenn sie was vorhaben, können wir sie nicht davon abhalten. Wir sind aber nicht wirklich in Gefahren, was auch immer. Orbital Erde Bomben. Da weiter. Was machst du, Victor 6? Mars Active Defense ist angekommen. Jetzt sollten die repariert werden. Repair and Resupply. 13. August. Haben wir also noch eine Zuweisungsphase. Tin Droplet Radiator. Der wurde vorgeschlagen, dass wir ihn nutzen sollen. Wir bauen jetzt aber nicht schon wieder das um. Beim nächsten Mal upgraden, wenn wir irgendwelche tollen neuen Waffen oder Triebwerke oder was auch immer haben, dann nehmen wir den mit rein. Hoffentlich. So, jetzt Nordamerika. Damit es dann später schon mal fertig ist. Sonst Repair Bay. Das ist ein Slot, den wir wirklich reinbauen müssen. Wir haben nicht wirklich Slots über. Das ist bei den größeren Schiffen später wichtig. Slush Hydrogen Tonnage. 35% Bonus zu Ship Exhaust Velocity. Das ist extrem gut. Ja, nehmen den mal. Wenn wir das Design von unserem zweitgrößeren Schiff, zweitkleinsten Schiff, anpassen, dann vielleicht sowas noch mit reinhauen. Aber das muss nicht so wichtig sein wie das da. Ich werde langsam neugierig, was es mit den Wormholes auf sich hat. Also was wir da Ende bekommen, wenn wir unser Endziel sehen. Okay, wir sollten zurück zur Erde. Das wieder hochschrauben. Dich wegmachen. Dich wegmachen. Cash. Cash sieht ganz viele Academy. Die haben also neue Leute wieder angeheuert. Die werden entsprechend nicht so gut sein. Hat die Academy irgendwas, was wir wegmachen wollen? Die Laser Cannons haben wir jetzt eine Weile aufgeschoben. Ist aber trotzdem nur bei 2300. Das lohnt sich immer noch nicht. Cash kann also. Einfach so ein bisschen rumtröten. Wir sind schon ziemlich gut. Dann machen wir hier in den ganzen kleinen Ländern ein bisschen was. We must persuade the people. Where do you need me? Unser Investigator muss irgendwo stabilisiert werden. 3,1, ja. We'll da kannst du mithelfen. Where to? Persuader. Hilfst auch beim Stabilisieren. Warte, das sind zwei verschiedene hier, ne? Okay, beide werden stabilisiert. Und du kannst irgendwelche Alien Lifeforms machen. Gear up. Gut. Irgendwas Neues, Briefeinwerfiges? Island. Stimmt, dann bitte doch keine Alien-Sachen machen, sondern Brief einwerfen. Zack. On my way to the capital. Confirm. Offering assistance. Offering counsel. Ist nie gut, wenn die Doppelagenten untertauchen. Eventuell verlieren wir sie gleich. Was schade wäre wegen den Laser-Cannons und so, die wir ja noch wegsabotieren wollen. Bomber. Bomb.
things are cooling off. We've moved the needle. Order is returning. Mission complete. Federation Iceland. Confirm. Bam. Ja, nächstes Jahr können wir dann die aufsaugen. Die drei hier unten müssen dann auch noch. Oh, das Reparieren hat ganz schön lange gedauert. Wollen wir denn nochmal? Also wir können theoretisch wieder jetzt zu Phobos gehen, wieder rumbomben. Und wenn wir Glück haben, erwischen wir auch mal den Point Defense. Point Defense? Sie haben nichts Neues dazu gebaut, was Verteidigung angeht, ne? Nein. Ja, dann geh mal. Ne, warte, wir müssen das anders machen. Undock. Und jetzt High-Level Bombardment bei. Oder müssen wir da echt bei der Phobos Base sein? Wie heißt du? Lock. Bombard. Ne, Lock sehen wir nicht. Das heißt, du musst erstmal Mars Active Defense Transfer Phobos. Und jetzt kannst du bomben. Ich kann es nicht ziehen, okay. Dich bomben, Lockbase, High Level Bombardment. Continue. Das ist das Erdbombardieren. Nicht so wechseln mit dem Mars Bombardieren. Oh, wir können Länder sehen. Wir machen Fortschritt. Sind nicht mehr drei Seiten durchgescrollt bei möglichen Zielen, was Pflanzen angeht. Die kleinen Dinge im Leben, über die man sich freut. Was macht Victor 31 da? Destroyer. Der hilft jetzt nicht beim Bombardieren, oder? Wobei, das sollte noch mehr umfarben. Ja, warte. Undock mal den Foxtrot 80. Earth Bomber join. Was ist das? Achso, Zuweisungsphase. Zurück, zurück, zurück. Zurück. Unrest in das High-End Taiwan. Taiwan ist uns zum Ausbluten da, ne? 4,9. Aber wir sind doch eigentlich alle happy. Egal, dann schwenk we'll kurz dahin rüber. What's the op? Acknowledged. Und dann geht das schon irgendwie. Restoring order. Was haben wir noch? Also Island ist Februar, Finnland ist 12. Dezember. Was ist mit denen da unten? 26 Tage, 57 Tage. Ja, okay. Confirm. I will help them. Offering assistance. Achso, ich sollte die Mars. Oh ja, genau, sind angeditscht. Geh mal hin. Zeig mir die Lockbase. Ah, sehr schön. Die Point Defense wurde vernichtet. Das heißt, es sollte jetzt eigentlich kein Schaden mehr bei uns reinkommen. Achso, das ist wieder die Erdbombardierung. Erdbombardierung. Da. Go, go. Weiter. Was machen die da? Violence is abating. Our efforts didn't have any effect. Violence is abating. We're winning their hearts and minds. Merkur. Merkur Defense. Das Ding, was ich auf einen Punkt von drei gelassen habe, ist schon fertig. Na gut, waren auch nur 1000 Punkte, ne? Dann. Was ist mit dem Kronos Drive? Den haben wir geklaut, ne? Ich glaube, der ist jetzt nicht
Und der heißt doch nicht einfach nur Kronos Drive, der heißt irgendwas, irgendwas, Kronos, irgendwas. Und er wird hier unten sein, nicht bei den Obsoleten, sondern bei den bei den ganz normalen Grauen. Da, Advanced Chemical Rocket. 250 Punkte. Mach das mal. So, Wurmlöcher sind bald fertig. Das ist schön. Ich hoffe, das triggert nicht irgendwie, dass die Aliens grumpig werden, dass wir rausgefunden haben mit ihrer Wurmlochbasis, was wir da machen müssen und was auch immer. Das wäre nicht so toll. Korea und Südkorea sind gemerged. Hm. Erdbomber. Also es geht definitiv schneller mit dem Tier 2 Schiff. Wollen wir vielleicht mal einmal ganz kurz so eine ähnliche Struktur zerstören? Aber das sollte eigentlich unser Hau machen, ne? Also unser Kommando. Weiter bomben, wenn sie keine Verteidigung haben. Huh, und ich hau. Advanced Chemical Rockets. Und Reduced Boost for Sending Material from Earth to Beyond Low Earth Orbit. Was wir selten machen heutzutage, meistens bauen wir ja im Space, aber falls das mal der Fall sein sollte, ist günstiger. Ist halt garstig, dass es eine 1% Chance war, das zu bekommen, aber wir haben es halt so jetzt gekriegt, ist okay. Raketen will ich nicht mehr. Ich mach die Raketen jetzt mal hier raus. Und die Infrared-Sachen. Die Infrared-Sachen haben nicht so viel Reichweite. Eventuell werden die dann aber bei Point Defense besser. Also für die Batteries. Plus 2 Hostile Takeover brauchen wir nicht. Nee, nichts super Wichtiges dabei. Dann weiter mit den Hybrid Systems. Ja. Ich sehe ein Muster, was die Forschung angeht. Warum haben sie nur 56%? We are receiving a plus 65% Bonus to Research Speed and Xenology from the following sources. 69% von Alien Investigations. Was? Also allein durch das ganze Aliens anstarren haben wir schon 69%. Wie kommen wir denn runter auf 56%? Stunden. The total bonus has been reduced from 69% to 56% because multiple investigations are underway using this category bonus. Oh, okay. Also genau, weil wir es überall haben, richtig? Okay, dann geh bitte auf weniger Enthral. Achso, das ist auch wieder. Dann geh bitte, ich soll auf die Symbole achten. Dann geh bitte auf Advanced Marines, die wir nie nutzen werden. So, schon ist es 62% von 69%. Was ist denn mit unserem hier? Wir haben doch auch so eine Xenobase. Nee, haben wir nicht mehr, ne? Oh, das wird sein. Richtig, wir haben keinen Earth Boost Xeno mehr. Ungut. Das sollten wir ändern. Ihr seid alle Earth Orbit 2. Da ist kein Platz mehr. Das ist nicht schön. Ja, dann Low Earth Orbit 1. Ist okay. Manage, du bekommst Strom, Solar Panel. Einmal, zweimal, dreimal,
viermal. Dann bekommst du Layer Defense Array einmal, zweimal, mindestens eine Farm. Die kosten gar nicht so super viel. Und sonst? Jetzt einfach nur Xeno, richtig? Eins. Zwei. Schon nicht genug Strom. Dann dich. Xeno. Dadurch kriegen wir jetzt schon 75% mehr. Und grants plus 2 Bonus to Alien Detection on Earth. Maximum 9. Allein mit den 3 haben wir dann 6. Können wir noch einbauen? Ja, also 8. Das Ding ist super. Das heißt, du bist jetzt Earth Boost. Keine Ahnung wie viel. Ich sag mal 9. Das war die Nomenklatur, ne? Ist sogar richtig. Schön. Gut. Dann. Dich weg. Zuweisungsphase incoming. Die Erdbomber müssen weiter bombern. Ja. Jetzt ganz kurz eine Base wegmachen. Ich denke schon. Also wir verlieren jetzt eventuell eine Basis. Aber wir müssen den Alien zwischendurch einen auf die Nase pappen. Und ich denke, wirklich viel weiter runter als das geht es jetzt nicht. Wir sind schon bei 133. Das heißt, Huo ist Assault Acid. Und mach mal das in Äthiopien weg. Und da kannst du ruhig mehr reinballern. So haben wir eventuell auch einen Critical Success. Aber wir haben jetzt eine 9%ige Chance auf Critical Success, glaube ich. Du hast noch 22 Command? Going in hot. In all der Zeit? Du bist vollgestopft mit irgendwelchem Forschungskram, ja. Können wir das noch schnell irgendwie boosten? Für 3 Punkte, 2 Punkte. 2 Punkte, 1 Punkt. Geht so, ne? Nicht wirklich. Ja. Ja, mal gucken, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist. Offering Council. Noch eine Razor Sharp. Undock. Bomber. Damit wir noch schneller hin und her wechseln können bei den Bomberzielen. Muahaha. Als soll in 9 Stunden ankommen. Earth Boost 9. Mit einem Schiff? Ja, kommen wir mit unserem Bomber-Ding da schnell genug hin? Earth Bomber. Cancel. Transfer. Das ist jetzt ein Orbit weiter unten, ne? 0,7 Stunden. Ja. Wie, was? Oder war es jetzt 0,7 Tage? Harlequin. Engage. Das ist unsere Basis, ne? Wir greifen quasi unsere Basis an. Schneller, ich will da näher dran sein. Den rennen wir eh über den Haufen. Der gibt nicht auf. Was ist er denn für einer? Ich hab keine Ahnung, was hier abgeht. Jetzt will er aufgeben, okay. Also er dachte echt, er kann da hin, bevor wir ankommen und die Basis zerschießen, während alles noch im Aufbau ist.
Dafür, dass so viele Schiffe auf den schießen, hält er noch eine ganze Weile wegen der Distanz, ne? Man konnte aber sehen, wie unser größeres Schiff auch schon früher angefangen hat zu schießen, weil er halt einen größeren Reaktor hat und dementsprechend mehr Power. Ja. Continue. Ihr macht echt komische Sachen. So. Earthbomber. Wo wir gerade dabei sind, hier angehubt zu werden, ne? Okay, Layer Defense greifen wir nicht an. Wir sollten nicht die Aliens jetzt angreifen, wenn wir eh schon deren Basis angreifen. Das heißt, wir können auch nicht die Schutzherrschaft angreifen. Da sind drei Schiffe, die würde ich ganz gerne zerstören. Die Basis ist mir eigentlich egal. Aber das da würde ich ganz gerne wegmachen. Einfach hinfliegen. Ich meine, die Point Defense, da können wir uns einigermaßen von fern halten. Ich mache gerne Dinge Step by Step lieber. Und allein die Sache mit der Alien-Basis und nicht zu wissen, ob die Aliens uns gleich angreifen und, das, nee. Earthbomber, bleib du erstmal hier, wir machen nichts. Das wieder hoch. Dich weg. Gott. Schneller. Probe arrives. 33 Wasser. Nö. Was? Was ist in Bononia? Oh, eine Basis von uns. Was für ein lustiger Zufall, dass ihr jetzt gerade auftaucht, kurz bevor wir eure Basis angreifen. Und natürlich ist hier kein Point Defense oder ähnliches. Ich glaube, wir müssen alle unsere Basen weiter umbauen. Ja, wofür warst du? Oh, du bist eine richtig gute Wasserbase. Warum haben wir die nicht gesichert? Ich hätte ganz gerne ein Layered Defense Array. Haben wir keinen Strom. Das wird jetzt eh zerstört, also. Kann das Template nicht mal speichern? Warum das nicht? Haben wir zu viele? Wir können das dann da benutzen, ne? Ja, mal schauen, was passiert jetzt. Also erstmal eine Bombardierung bei der Base ist immer noch nicht fertig. Doch. Continue. Das heißt, Mars Active Defense kann bitte nach Hause fliegen. Schön. Stabilisieren. Top. Mars Defense ist zu Hause. Gut. Stabilisieren. Gut. Stabilisieren. Gut. Jetzt kommen die schlechten Nachrichten. Das ist auch noch gut, sogar sehr gut. Bisher werden wir nicht gebombt. Bei unserer einen Asteroidenbasis da. Target secured. Alien Facility assaulted. Wir sind nur auf dunkelorange gegangen, nicht auf rot. Das ist sehr gut. Das heißt, jetzt warten wir wieder, bis wir auf dunkelgelb fallen. Und dann wiederholen wir das Ganze. Also dunkelgelb und dann noch ein, zwei Monate warten und dann wiederholen wir das Ganze. Ja. Drei Exotic Materials. Continue. Mars Defense repaired. Wir haben nicht instant eine Nachricht bekommen, dass eine Invasionsflotte auf dem Weg ist. Und auch nicht, dass unsere Asteroidenbasis... Oh. Positiv denken. Was war das? The forces of the aliens defeated the resistance in a space battle on Mars. 249. Noch nicht.
hat die Resistance denn gemacht? Aber das ist schön. Das ist sehr schön, dass die Resistance jetzt auch eine Ablenkung ist. Wir sollten dann wohl Mars weiter Dinge bauen? Oder hatten wir das schon? Nö, hier sind vier Sachen. Die Tankstelle kann bauen. Sharp. Sharp, sharp. Gut. Und dann halt nach und nach die Billigen rauskicken eventuell. Müssen wir schauen. You frown at my ignorance and romanticism, but look, if one good thing comes out of all this mess, it's getting to tell my kids that every spaceship has a tiny star at its heart. Commander Fiona Ayawade, Private Course. So, wir gehen in Richtung Fusion. Inertial Confinement Fusion. Nein? Deuterium Tritium Fusion. Fusion Pile. Yep, 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 yep. 50.000. Das ist teuer, ja. Aber es ist mega wichtig. So, die haben hier am meisten. Aber echt knapp. Aber in 10 Tagen holen wir das nicht auf. Ist okay, das Wichtigste ist das da. Hier haben wir einen guten Vorsprung. Rest ist okay. Ich glaube, die Aliens greifen uns echt nicht an. Okay, Earth Bomber. Undock. Achso, jetzt erstmal Zuweisungsphase. Ja.